Jeder von uns kann die Welt verändern. Wie? Indem wir tun, was Jesus uns auftragen hat, liebe deinen Nächsten. Aber nicht den metaphorischen Nächsten, sondern nächsten Nachbarn direkt nebenan. Sei bei unserer monatlichen Herausforderung dabei. Hallo Freunde, ich hoffe, euch geht's super gut. Diesen Monat geht's in unserer Liebe deinen Nachbarn Herausforderung darum, Namen zu lernen. Ich habe Schwierigkeiten, Namen mir zu merken. Also wirklich ein Problem. Aber über die Jahre bin ich besser drin geworden. Wie? Ich habe immer eine kleine Verbindung hergestellt von dem Namen. Oftmals zu einem Film oder zu einer Situation. Irgendwie, dass der Name in meinem Kopf stecken bleibt. Und es hat prima funktioniert. Ich möchte dich ermutigen, die Namen von deinen Nachbarn zu lernen. Wieso ist das wichtig? Wenn du jemanden mit einem Namen ansprichst, dann zeigt es viel mehr, dass du wirklich dich an die Person erinnerst und dass du weißt, wer die sind zu einem bestimmten Grad. Das ist dann nicht nur so ein, okay, der sagt nur Hallo oder was auch immer, der weiß nicht mal mehr, wer ich bin. Wenn du einen Namen sagst, das baut kleine, stärkere Verbindungen zueinander auf. Und es ist so einfach, aber wir müssen uns Zeit dafür nehmen. Und wir müssen die Namen lernen. Also, Herausforderung für den Monat ist, lern die Namen von deinen Nachbarn kennen. Und dann lern sie auswendig. Und jedes Mal, wenn du sie siehst, anstatt nur Hallo zu sagen, begrüße mit ihrem Namen. Sehen, das hilft dir, eine stärkere Gemeinschaft und eine tiefere Beziehung zu Menschen in deinem Umfeld aufzubauen. Also, lern die Namen. Tschüss!